Restorative Yoga, Anti-Stress für die Meridiane von Niere und Blase, für das Wasserelement. Namaste und willkommen hier auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und ich freue mich, dass du heute zugeschaltet hast. Heute habe ich eine entspannende Restorative Yoga-Sequenz für dich vorbereitet. Heute darfst du wirklich richtig entspannen und diese Sequenz wirkt ganz besonders auf Niere und Blase, die Meridiane, die dem Wasserelement zugeordnet sind. Und was unsere Nieren so am meisten stresst, das ist eben Stress und Angst. Und in dieser Session möchte ich dir helfen, nochmal so ein bisschen runterzukommen, nochmal so ein wenig zu entstressen. Leg dir so viele Hilfsmittel zurecht, wie du brauchst. Ein Bolster, ansonsten ein oder mehrere dicke Kissen, gerne auch zwei dicke Decken oder mehrere, wenn du sie zur Verfügung hast. So viele Kissen, wie du magst, gerne auch Blöcke, falls du welche hast. Und gegebenenfalls auch einen Stuhl. Wir können einige Übungen auch mit dem Stuhl machen. Das kann ein ganz normaler Haushaltsstuhl sein. Und dann leg dir alles zurecht, was du brauchst. Wir wollen die Positionen sehr, sehr lange halten. Deshalb schau, dass es dir wirklich richtig gemütlich einrichtest. Dann lass uns beginnen. Wir starten in der unterstützten liegenden Schmetterlingsposition. Wir beginnen mit der unterstützten Position des Schmetterlings. Lege dir gerne einen Bolster längs auf deine Matte. Du kannst dir dein Bolster auch gerne etwas höher polstern, indem du ein paar Blöcke oder ein Kissen unter dein Bolster legst. Leg dir auch gerne eine gefaltete Decke oder ein Kissen ans Ende deines Bolsters und lege dich dann mit deinem Oberkörper sanft auf dein Bolster. Bringe deine Knie auseinander in die Schmetterlingsposition, deine Fußsohlen berühren sich. Du kannst dir deine Knie, deine Oberschenkel mit Kissen unterstützen oder auch zwei Blöcke unter deine Knie legen, sodass du hier wirklich ganz unterstützt und getragen sein kannst. Finde eine für dich angenehme und stimmige Position, in der du die nächsten Minuten angenehm entspannen kannst. Die Arme können locker abgelegt sein, deiner Seite, vielleicht auch auf deinem Bauch. Wenn du dir deinen Kopf unterstützen möchtest, leg dir gerne ein Kissen unter den Kopf. Und lass dich hier erstmal ankommen, dieser Position. Die ganz sanft deine Körpervorderseite öffnet. Und auch so eine wunderbare Ausgleichsposition ist, wenn du den ganzen Tag vielleicht viel gesessen hast. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Position, die ganz besonders den Nierenmeridian anspricht, der auf den Beininnenseiten und auf der Körpervorderseite verläuft. Nimm hier nochmal ganz bewusst deinen Körper wahr. Nimm wahr, ob es irgendwelche Spannungen gibt in deinem Körper. Lasse dann mit dem Ausatmen alle Spannung los. Vielleicht magst du in dieser Position auch ganz bewusst einmal deinen Atem entlang deines Nierenmeridians schicken. Stell dir vor, du atmest durch deine Fußsohlen ein, der Mitte deiner Fußsohle. Und lässt deinen Atem entlang deiner Beininnenseiten, über deine Leisten, deinen Bauch, deine Brust, bis unter die Schlüsselbeine gleiten. Atme dann ganz entspannt wieder aus.
und stelle dir bei jedem Einatmen vor, dass du heilende Energie in dich aufnimmst. Mit dem Ausatmen all das abgibst, was du nicht mehr brauchst. Einatmen von den Fußsohlen über die Innenseiten deiner Beine, deinen Bauch bis hin zu deinen Schlüsselbeinen. Mit der Ausatmung lasse Altes gehen, gib verbrauchte Energie wieder ab. Bleibe hier für einen Moment ganz bewusst in deinem Atemrhythmus. Dann bleib noch für 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge hier. Und löse dann in deinem Tempo nochmal auf. Vielleicht magst du für einen Moment deine Arme über deinen Kopf strecken. Und dann ganz sanft deine Beine schließen. Vielleicht legst du deine Hände an deine Beinaußenseiten und schließt die Beine wie ein Buch. Streckst die Beine eins nach dem anderen in die Länge und leg dich gern auf deinem Rücken ab. Spür hier für einen kleinen Moment
mal nach. Komm nun in die unterstützte sitzende Vorbeuge oder die unterstützte Libelle. Lasse gerne deinen Bolster auf deiner Matte abgelegt und bau dir ein Türmchen so hoch, wie auch immer du möchtest. Alternativ kannst du diese Position auch mit einem Stuhl praktizieren, indem du dich dann auf den Stuhl lehnst. Wenn du deinen Bolster benutzen möchtest, bau dir wirklich ein richtig hohes Türmchen vor dir auf. Leg dir gerne eine Decke, auf die du dich draufsetzen kannst oder so ein wenig erhöht sitzen kannst. Deine Beine gestreckt zu den Seiten. Und beuge dich dann aus deiner Hüfte heraus nach vorne über dein Bolster. Falls es für dich angenehm ist, kannst du dich ja, wie gesagt, auf einen Stuhl abstützen, falls du nicht so tief nach unten gehen möchtest. Hier kannst du es dir, wie gesagt, so schön anpassen, wie du möchtest, dein Türmchen so hoch bauen, wie du möchtest. Wenn du verspannte Beinrückseiten hast, leg dir auch gerne zwei gerollte Handtücher unter deine Knie, so dass du hier noch ein bisschen mehr unterstützt bist. Und dann lass hier wieder deinen Atem ganz sanft und frei fließen. Du kannst auch hier, wenn es für deinen Nacken angenehmer ist, den Kopf entspannt zur Seite ablegen oder den Kopf in der Mitte abgelegt lassen. Das ist eine wunderschöne Position, die zum einen auf den Nierenmeridian wirkt, auf den Beininnenseiten, aber auch auf seinen Partner, den Blasenmeridian, der auf der Rückseite verläuft. Und vielleicht magst du dir hier auch nochmal vorstellen, wie du über deine Fußsohlen einatmest, deine Beininnenseiten, über deine Leisten, deinen Bauch, bis zu deinen Schlüsselbeinen. Dann über deine gesamte Körperrückseite ausatmest. Und dir auch hier gerne wieder vorstellst, wie du mit dem Einatmen frische, heilende Energie in dich aufnimmst, mit dem Ausatmen Altes abgibst, Spannung abgibst, den Stress loslassen kannst. Wenn du den Kopf zu einer Seite abgelegt hast, könntest du nun die Seite wechseln.
Und dann langsam, ganz langsam, wie in Zeitlupe. Komm langsam nochmal nach oben aus der Position heraus. Lasse deine Beine gerne noch ausgestreckt für einen Moment. Kannst gerne deine Hände neben deiner Seite oder vor dir abstürzen. Und gerne so kleine Kreise mit den Hüften machen. Im Moment nochmal die Hüften so ein wenig bewegen. Erst in die eine Richtung und dann auch in die andere Richtung. Ganz sanfte Bewegung. Dann finde dich gerne nochmal zur Mitte zurück. Hast du ja für einen Moment Zeit, nochmal vielleicht magst du dich auf den Rücken ablegen. Schau mal, was dir jetzt gut tut. Für die nächste Position bleibe in der Rückenlage. Wir gehen in die Position der Regenbogenbrücke oder der unterstützten Schulterbrücke. Nimm dir deinen Bolster oder dein Kissen, vielleicht auch einfach einen Block. Leg ihn dir unter deinen Po, unter dein Kreuzbein ab. Du kannst die Beine aufgestellt lassen. Für so eine unterstützte Schulterbrückenvariante oder die Beine ausstrecken für die Regenbogenbrücke. Schau mal, was sich für dich besser anfühlt. Schau, dass du deine Unterlage nur so hoch machst, dass es für dich passt, dass es für dich angenehm ist. Wenn du magst, leg dir auch gerne noch was unter deinen Kopf, wenn du hier eine Unterstützung brauchst. Und schau mal, wie du deine Arme ablegen möchtest, ob neben deinem Körper, auf deinem Bauch oder über deinen Kopf abgelegt. Lasse deinen Atem wieder ganz frei fließen. Auch diese Position wirkt ganz besonders auf den Nierenmeridian auf der Vorderseite deines Körpers. Eine sanfte Kompression auf der Rückseite, auf den Blasenmeridian. Stärkt die Nieren auf deiner Rückseite. Doch hier kannst du, wenn du magst, deinen heilenden Atem fortsetzen. Der Einatmung, diese sanfte, heilende Energie aufnehmen. Mit der Ausatmung allen Stress, alle Anspannung loslassen. Und bleibe hier und genieße diese angenehme Entspannung. Thank you.
dann langsam, ganz langsam vertiefe deinen Atem. Vielleicht magst du für einen Moment deine Knie zur Brust heranziehen. Schau mal, was sich jetzt gut anfühlt für dich. Vielleicht magst du aber auch so ein paar dynamische Bewegungen machen, so eine kleine dynamische Schulterbrücke, deine Füße aufgestellt lassen und mit der Einatmung das Becken nach oben bringen und der Ausatmung in deinem Tempo sanft wieder absenken. Wiederhol das so einige Male. Leg dich dann gern nochmal für einen Moment auf deinem Rücken ab. Spür hier für einen Moment einmal nach. Und finde dich dann in die Wasserfallposition. Bringe dein Kissen, dein Bolster nochmal unter deinen Po und strecke sanft die Beine in die Luft. Falls du eine Wand zur Verfügung hast, könntest du auch ganz entspannt deine Beine an die Wand legen, was auch eine wundervolle Position ist, die dich noch ein bisschen mehr unterstützt. Vielleicht magst du dir auch hier ein kleines Kissen unter deinen Kopf legen. Schau mal, was dir hier richtig gut tut. Die Wasserfallposition ist auch nochmal eine wunderschöne Position, die Beine entspannt. Gerade so bei schweren Beinen auch eine wundervolle Position ist, die das Immunsystem stärkt, den Geist erfrischt und das ganze System nochmal gleichzeitig belebt und entspannt. Wirkt auch nochmal schön auf die Meridiane von Niere und Blase. Beruhigt das ganze Nervensystem. Und Stress ist immer so das, was die Niere am meisten beansprucht, die Niere am meisten schwächt, genauso wie Angst. Mit dieser Position geben wir dem Körper nochmal das Signal, dass jetzt die Zeit für Entspannung und Erholung da ist. Lass auch hier deinen Atem ganz sanft und natürlich fließen. Du magst ja auch nochmal mit deinem heilenden Atem arbeiten oder ganz natürlich ein- und ausatmen. Bleibe hier und genieße diese angenehme, entspannte Position.
Und dann langsam, ganz langsam löse hier wieder auf. Ganz gerne deine Knie für einen Moment zur Brust heranziehen. So ganz sanft von Seite zu Seite rollen. Deinem Rücken so eine kleine Massage geben. Schau mal, was sich für dich gut anfühlt. Für deine Entspannungsposition leg dir gerne ein Kissen unter deinen Kopf oder eine gerollte Decke, sodass du hier den Nacken unterstützen kannst. Leg dir ein Bolster oder eine gerollte Decke unter deine Knie. Vielleicht sogar noch dein Bolster mit einer Decke unterstützt, vielleicht einen gerollten Handtuch auf deinem Bolster, sodass du deine Knie hier sanft unterstützen kannst. Wenn du magst und deine Beine noch so ein bisschen unterstützen möchtest, könntest du dir auch einen Gurt um die Oberschenkel legen. Nur schau, dass es hier für dich sich wirklich angenehm anfühlt. Deine Arme können zur Seite ausgestreckt oder neben deinem Körper liegen oder wo auch immer es sich für dich jetzt gut anfühlt. Decke dich gerne zu oder leg dir auch gerne ein gerolltes Handtuch, ein kleines Handtuch oder ein Augenkissen auf deine Augen. Und dann lass dich hier nochmal ganz bewusst eintauchen in diese nährende, heilende, entspannende Position. Lass deinen Atem frei und entspannt fließen. Wunderbare, neutrale Position, die nochmal das ganze System beruhigt und tiefe Entspannung und Heilung für deinen ganzen Körper bringt. Und wenn du magst, stell dir auch hier nochmal diese heilende Energie des Wassers vor, des Wasserelementes, das mit Niere und Blase verbunden ist. Und stell dir vor, wie du diese heilende Energie über deine Füße, deine Beine, über deinen Bauch, in deine Brust bringst. Und mit dem Ausatmen alte, verbrauchte Energie, Spannungen loslässt. Und so eintauchst in einen tiefen Zustand heilsame Entspannung. Genieße diesen angenehmen Zustand vollkommener Entspannung.
und vertiefe langsam deinen Atem wieder. Komme langsam ins Hier und Jetzt zurück. Bringe langsam etwas Bewegung in deinen Körper. Beginne deine Zehen zu bewegen, deine Finger zu bewegen. Recke dich, strecke dich, mach dich lang. Leg dich dann gerne noch, wenn du magst, für einen Augenblick auf deiner Lieblingskörperseite ab. Lass dir Zeit, auf deine Weise wieder zurückzukommen. Dankbar dafür, dass du dir die Zeit für dich und deine Entspannung genommen hast. Und ich danke dir, dass du dich von mir hast begleiten lassen durch diese Praxis. Ich hoffe, dir hat diese Praxis gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis bald. Namaste.